seinen Kopf ab, schneid 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 seinen Kopf ab. Jetzt kommen breitgebaute Atzen mit Masken, die auf dich warten, sie wollen dich schlagen, sie haben Hass. Es sind breite Schläger aus dem Knast, jetzt wird es krachen, mit denen ist nicht zu spaßen. Oh mein Gott, nein, jetzt bricht dein Jochbein, du hörst, wie deine Rippe bricht. Das knackende Geräusch ist so widerlich, das war nur ne Warnung, beim nächsten Mal töten sie dich. Schneid seinen Kopf ab, 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 schneid seinen Kopf ab. Du hast 2 Wochen Zeit, hoffentlich hast du dann die Kohle dabei. Du ziehst den Schwanz ein, jetzt bist du ganz klein. Man sieht dein Angstschweiß. Die 2 Wochen sind fast vorbei und deine Angst, sie steigt. Breite Atzen streifen ständig durch die Straßen. Ja, sie warten, es sind 2 Mäse-Typen mit Waffen.
Geister irgendwo im Nichts lauern diese kranken Gestalten auf dich. Tief im Wald befindet sich der Keller, in dem sie morden. Er blieb unentdeckt. Unentdeckt blieben auch die Menschen, die starben durch ihre Hände und deren Waffen. Du willst nicht wissen, was sich hier abspielt, wenn der Weg uns aus dem Keller in den Wald führt. Aus dem Keller raus, hinein in dein Zimmer, nehmen wir dich mit in unseren Keller. Schrei nicht, denn es hat keinen Zweck, keiner traut sich runter und wir bleiben unentdeckt. Gestalten schauen dich an, schau das Unbekannte an. Rote Augen und eine Maske im Gesicht. Wir beide sind einfach fürchterlich. Das Unbekannte tötet dich. Wir beide sind ständig auf der Jagd. Wir packen deine Leiche in einen Plastiksack. Schau uns an, wir beide sind psychisch krank. Ich nehm die Axt in die Hand. Ich spalte deinen Kopf und schöne Grüße an Gott. Heute Nacht besuche ich dich, du wunderst dich. In der Einfahrt steht ein schwarzer Mercedes. Du guckst aus deinem Fenster raus. Eine schwarz gekleidete Person steigt aus und geht Richtung Haus. Schweißgebadet schaust du ihn an. Er packt deinen Arm und schleppt dich mit. Zeugen, die dich gesehen haben, gab es nicht. Du guckst ihn ängstlich an. Er hält sein Auto an einen Waldrand an. Er schaufelt dir dein Loch, damit du nicht abbauen kannst. Verpasst er dir einen Knochenbruch. Du kennst sein Gesicht nicht. Das Unbekannte, was dich tötet, ist einfach schrecklich. Dunkle Gestalten schauen dich an, schau das Unbekannte an. Rote Augen und eine Maske im Gesicht. Wir beide sind einfach fürchterlich. Das Unbekannte tötet dich. Wir beide sind ständig auf der Jagd. Wir packen deine Leiche in einen Plastiksack. Schau uns an, wir beide sind psychisch krank. Ich nehm die Axt in die Hand. Ich spalte deinen Kopf und schöne Grüße an Gott. Als ich klein war, wusste ich, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich hatte ein komisches Denken, ich war kein normales Kind. Auch Gefühle hatte ich nicht, es wurde immer schlimmer. Ich schlug andere Kinder, später wurde ich dann ein Killer. Mit 15 ist es passiert, ich hab ihn abgeschlachtet wie ein Tier. Danach sperrten sie mich ein, ich war jede Nacht am Schreien. Mit 23 kam ich dann raus, von Zeit zu Zeit gingen dann die Menschen drauf. Ich bin hart wie Stein und kalt wie Eis, ich zerschneide deinen verfickten Hals. Als ich dein war. Ich war kein normaler Junge, mit 9 Jahren hatte ich meine erste Therapiestunde. Ich hasse viele Menschen und war ständig aggressiv, weil ich dachte, dass mich keiner liebt. Ich war noch ein Kind, der Arzt hat gesagt, dass meine Persönlichkeit gespalten ist. In mir wohnt ein zweites Ich, er kommt öfter raus und dann sag ich Opfer, renn, Opfer, lauf. So ist das leider, keiner kann helfen. Das wird bestimmt noch böse enden. Mein Name ist Mr. Vergifter und du trägst ab heute den Namen Wichser. Als ich dein war.
als ich klein war. Als ich klein war. Über der Tür an diesem Haus hängt ein Schild und da steht drauf: Horrorkomplex. Dieses Haus sieht finster aus und kranke Typen wohnen da auch. Gehst du rein, gehst du drauf, also pass besser auf. Es sind zwei Killer, Mr. Vergifter und Jack the Ripper. Die Tür geht auf, wer kommt da raus? Zwei Typen, sie sehen finster aus. Sekunden später knallst du auf den Boden. Auf den Schild stand doch betreten verboten. Horrorkomplex, Horrorkomplex. Du schwuler Strecher wirst gekillt von Mr. Vergifter und Jack the Ripper. Diese zwei sind zu finster. Es ist kalt, es ist Winter. Jetzt kommen zwei harte Killer. So heißen die zwei Killer, Mr. Vergifter und Jack the Ripper. Diese Typen sind so krank, überall hängen Körperteile an der Wand. Es ist jedes Mal dasselbe, jedes Mal die gleiche Scheiße. Wieder mal liegt auf meinem Tisch eine Leiche. Und ich schneide und schneide, ich brech dir beide Beine. Du Kackvogel, sei jetzt leise, sonst endest du als Leiche. Ja, ich hab ne Meise, ich töte gerne Menschen. Ich werd dein Leben beenden. Horrorkomplex, Horrorkomplex. Du schwuler Strecher wirst gekillt von Mr. Vergifter und Jack the Ripper. Diese zwei sind zu finster. Es ist kalt, es ist Winter. Jetzt kommen zwei harte Killer. Horrorkomplex, Horrorkomplex. Du schwuler Strecher wirst gekillt von Mr. Vergifter und Jack the Ripper. Diese zwei sind zu finster. Es ist kalt, es ist Winter. Jetzt kommen zwei harte Killer. Blut bedeckt, vom Kopf bis Fuß, ich bin dein Peiniger und lasse nicht von dir los. Meine Taten sind düster und dreckig, komm schon, kämpfe mit mir ums Verrecken. Das Ende naht sich, du bist noch nicht tot, willst fliehen, ich nehm die Waffe und lade Schrot. Ziele und schieße auf deinen Körper, Kugeln treffen und durchschlagen deine Hülle. Du fällst zu Boden, eine Fontäne Blut schießt aus deinem Kopf.
unsere Taten düster und dreckig sind zu gestalten.